das labile Fundament der Ukraine-Treue. Auf dem 75. Jahrestag der NATO war die Friedensmission des ungarischen Premierministers Viktor Orbán ein Tabuthema. Während das Bündnis sich verpflichtete, der Ukraine zu helfen und Russland zurückzudrängen, zeichnete ein genauerer Blick auf die Waffenhilfe ein weniger klares Bild. Im selben Saal, in dem vor 75 Jahren 12 Männer den Vertrag von Washington unterzeichneten, erklangen um kurz nach 17 Uhr Ortszeit dramatische Töne von The President's Own Band. 32 Staats- und Regierungschefs betraten die Bühne des Mellon Auditoriums in Washington. In der Mitte standen Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ein kurzer Film mit dem Titel Verteidigung unserer Zukunft zeigte emotional die Geschichte des Bündnisses, untermalt von Musik des berühmten Komponisten Hans Zimmer. Stoltenberg erinnerte in seiner Ansprache daran, dass die Gründer der Allianz zwei Weltkriege durchlebt hatten und entschlossen waren, solche Zerstörungen nie wieder geschehen zu lassen. Die NATO stehe für den Grundsatz einer für alle, alle für einen. Biden ergänzte, dass die NATO Bedrohungen gemeinsam begegnet. Er betonte, dass Putin in der Ukraine nicht stoppen werde und die Ukraine ihn aufhalten müsse. In der dritten Reihe saß Ungarns Premierminister Viktor Orbán, der eine lange Reise hinter sich hatte. Von Kiew über Moskau bis nach Peking, eine Friedensmission in Eigenregie. Dieser NATO-Gipfel sollte eigentlich ein Zeichen der Treue zur Ukraine setzen. Doch Orbáns Initiativen wurden komplett ignoriert. Ein hoher Beamter in Washington sagte, sie würden weder den Frieden voranbringen, noch die Souveränität der Ukraine. Der estnische Verteidigungsminister warnte, dass solche Aktionen die Einheit gefährden und von der sogenannten Unterstützung der Ukraine ablenken könnten. Ruslan Stefantschuk, der ukrainische Parlamentspräsident, betonte, dass man nicht vergessen dürfe, wer der Aggressor und wer das Opfer sei. Frieden müsse zu den Bedingungen des Opfers erreicht werden, nicht des Aggressors. Auch aus Deutschland kam Kritik. Florian Hahn, CSU, meinte, dass Orbáns Reise sowohl ihm selbst als auch der EU schade, da sie so nicht mit einer Stimme spreche. Alexander Müller von der FDP verwies auf Putins brutale Haltung, wie sie kürzlich durch den Angriff auf ein Kinderkrankenhaus wieder deutlich wurde. Auf dem Gipfel betonten die westlichen Verbündeten ihre bedingungslose Unterstützung für die Ukraine. Doch die Realität zeigt ein differenziertes Bild. Im ersten Kriegsjahr waren die USA führend bei den Waffenlieferungen. Doch Trump-treue Republikaner blockierten später ein 60 Milliarden Euro Hilfspaket, das schließlich freigegeben wurde. Dennoch blieben die US-Hilfen im Vergleich zu früheren Gesetzen gering und wurden nur langsam ausgezahlt. Neue Gelder aus Washington sind unter einer möglichen Trump-Präsidentschaft unwahrscheinlich. Die militärische Unterstützung stockt nicht nur wegen der politischen Lage in den USA, sondern auch wegen Materialmangels. NATO-Diplomaten bestätigen, dass die militärischen Lieferungen an die Ukraine abnehmen und immer weniger Länder dazu beitragen können. Einige Länder haben kaum noch Reserven. Hinter den Kulissen warnen manche davor, Orbáns Alleingang zu stark zu kritisieren. Ein europäischer Diplomat meinte, Orbán sehe eine Entwicklung voraus, die bald
eintreten könnte, unabhängig davon, ob Biden oder Trump Präsident sei. Orbán glaubt, dass ein Waffenstillstand näher rückt und der Konflikt auf Jahre eingefroren werden könnte, regelmäßig unterbrochen von regionalen Gefechten. Europa liefert derzeit mehr Waffen an die Ukraine als die USA, allerdings mit ausdrücklicher Zustimmung Bidens. Sollte jedoch Trump wieder Präsident werden, könnten sich die europäischen Länder alleine wiederfinden. Polen hat seine Waffenlieferungen bereits reduziert, da seine Arsenale erschöpft sind. In Italien, dessen Unterstützung für die Ukraine bisher vor allem verbal war, regiert mit Giorgia Meloni eine potenzielle Verbündete Orbáns. Deutschland und Frankreich müssten dann die Führung übernehmen. Hinzu kommt, dass der Westen bisher wenig unternommen hat, um auf eine Kriegswirtschaft umzustellen, die signifikant mehr Waffenproduktion erfordern würde. Russland hat seine Rüstungsindustrie massiv hochgefahren. Ohne eine signifikante Produktionssteigerung wird sich die NATO irgendwann entscheiden müssen, ob sie ihre eigenen Arsenale leeren oder Kiew weniger liefern will, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu wahren. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob die NATO-Partner den Worten des Gipfels wirklich Taten folgen lassen werden. Insbesondere angesichts eines möglichen Wahlsiegs von Donald Trump. Orbáns Ansatz könnte zu einer ernstzunehmenden Option werden, um eine Niederlage der Ukraine zu verhindern. Was wäre für dich der beste Weg? Schreib mir mal in die Kommentare, was du machen würdest in diesem Fall jetzt. Der CDU-Politiker Marco Wanderwitz fordert das Verbot der AfD und bezeichnet dies als das totale Auslöschen der Partei.